Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Immobilienmakler, der als Einzelkämpfer aktiv ist, und einem strukturierten, systematisch arbeitenden Immobilienmakler? Und das schauen wir uns jetzt mal genau an in diesem Video. Was ist genau der Unterschied? Zuallererst mal machen wir mal hier, und das müssen wir gerade hier, machen wir einfach mal ein Kreuz. Und da sagen wir hier Einzelkämpfer und hier mit System. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, dann geht es ja bei dem Einzelkämpfer schon los bei der Verkäuferakquise. Verkäuferakquise läuft meist kreuz und quer. Schauen wir mal hier. Es werden nur sporadische Aktionen gemacht. Flyer wird mal probiert, ach, hat nicht funktioniert, lassen wir es wieder weg. Dann machen wir wieder irgendeine andere Sache. Kreuz. Dann, oh, wir können ja mit Empfehlungen irgendwie auch über die Runden kommen. Dann machen wir das. Empfehlungen ist aber nicht das, was wirklich am Ende des Tages immer planbar ist. Es sei denn, du verkaufst sehr, sehr viele Objekte und bekommst dadurch mehr Empfehlungen. Es ist aber nicht planbar. Schauen wir uns einfach ein anderes Thema an, nämlich Tippgeber oder Multiplikatoren, alles wird irgendwie kreuz und quer gemacht. Der Einkauf wird natürlich auch noch gemacht, dann der Verkauf muss auch noch gemacht werden. Wieder quer und kreuz und quer. So sieht im Prinzip der Tagesverlauf eines ganz normalen Immobilienmaklers, der im totalen Wahnsinn lebt und arbeitet, aus. Und zwar genau so. Und was ist jetzt wirklich der Unterschied? Der Unterschied, der den Unterschied ausmacht, ist das System, ist Struktur und sind Prozesse. Und das sieht im Endeffekt ganz simpel und einfach aus, nämlich so. Einmal, es wird in eine klare Richtung gegangen, nämlich hier ist ein Ziel und zu diesem Ziel gibt es einen klaren Prozess, einen klaren Ablauf. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Klar, einfach und strukturiert. Ja, und das könnte man jetzt sagen, zum Beispiel für den Einkauf, für die Akquise, für den Verkauf und für alles andere auch. Und die Frage ist ganz einfach, wozu willst du in der Zukunft gehören? Möchtest du weiter im Chaos, im Durcheinander, im Auf und Ab des Immobilienmaklers leben oder willst du wirklich ganz sauber und ganz strukturiert arbeiten? Und wenn du das willst, also systematisch, strukturiert und mit Prozessen arbeiten, dann kannst du nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und hier ein paar ganz einfache Tipps dazu. Fang doch mal an, zum Beispiel eine Ölquelle nach der anderen aufzubauen. Was ist eine Ölquelle? Eine Ölquelle ist zum Beispiel, wenn du eine Sache machst und die kontinuierlich durchziehst und daran so lange feilst und so lange arbeitest, bis sie wirklich systematisch abläuft und mit einem Prozess, sodass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was du da wirklich tust. Und du hast es niedergeschrieben und du kannst es von oben nach unten sauber abarbeiten. Und dann kannst du es an jemand anderen weitergeben. Genauso verhält es sich zum Beispiel mit dem Einkauf. Dass du nicht einfach nur glaubst, ich kann das irgendwie tun, sondern dass es wirklich ganz klare Arbeitsschritte sind, die aufeinander folgen. Und glaube mir eins, 80% der Immobilienmakler da draußen arbeiten so. Und die Ergebnisse, die dazu führen oder die dazu kommen dann, sind zum Beispiel kein Verkauf oder zu wenig Objekte. Ja, zu wenig Objekte. Heißt Stress. Ja, heißt keine Zeit. Ja, ich muss immer allem hinterherlaufen. Das ist genau das, was da draußen passiert. Und du sitzt nicht nur im Unternehmen aus, sondern du sitzt auch meistens auf den Schreibtischen aus und vor allen Dingen auch im Kopf. Überprüf doch mal für dein Verstehen, wo würdest du dich denn heute einordnen? Bist du eher auf dieser Seite, der Einzelkämpfer, oder bist du eher auf dieser Seite mit System? Und hier muss man noch eine Sache wirklich erwähnen. Und zwar, am Ende des Tages geht der Pfeil in Richtung Unternehmertum. Das heißt, du arbeitest nicht alleine,
sondern du arbeitest mit Mitarbeitern, also Menschen, die dir helfen, die Arbeit zu erledigen. Und genau da ist der Schlüssel zum Erfolg, nämlich nicht immer alles alleine machen, sondern mit Mitarbeitern gemeinsam an die Front. Und auch hier dieses Thema Mitarbeiter ist im Endeffekt genau dasselbe. Entweder du lebst im Chaos, dann werden deine Mitarbeiter nicht lange bei dir bleiben. Das heißt, sie werden wieder gehen. Hast du aber dahingegen ein klares System, klare Prozesse und klare Strukturen, dann werden die Mitarbeiter Freude daran haben. Sie werden wissen, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben, wann sie es zu tun haben, weil sie wissen genau, was Sache ist. Und damit gibst du erstens dir selber, zweitens den Mitarbeitern und drittens auch den Kunden enorm viel Sicherheit. Denn wenn du so arbeitest, dann kannst du keine gleichbleibende Qualität erreichen. Arbeitest du so, ist deine Qualität und vor allen Dingen die Ergebnisse deiner Arbeit reproduzierbar. Sie finden immer wieder statt. Und last but not least, eine Sache: Es bringt einfach mehr Erfolg. Weil das System würde ich heute schon fast so bezeichnen, dass es fast ist wie eben ein großes Team an Mitarbeitern, nämlich ein System schlägt immer den Menschen. Und auf der anderen Seite, das schlechteste Team wird immer besser sein als der stärkste Einzelkämpfer. In diesem Sinne, alles Gute und bis demnächst. Ciao.